Seit 24 Jahren sitzt Bernd Mailänder hinter dem Safety Car. Er sorgt dafür, dass es auf der Strecke für die 20 Fahrer sicher bleibt. Nun wurde das Safety Car am gestrigen Donnerstag zum Un-Safety Car. Der erste Crash, seit Bernd Mailänder das Safety Car fährt. Doch was waren die Gründe und was sagt Bernd Mailänder eigentlich selber dazu? Das ist nur eines unserer vielen Themen heute in der Sendung. Und es bleibt nicht nur bei diesem einen Crash von Bernd Mailänder, auch ein anderer hat gecrashed und das zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die weiteren Themen. Das könnte Mercedes-Teamchef Toto Wolff noch einmal zum Umdenken bewegen. 11 Minuten nach Beginn des ersten freien Trainings am Freitag crashte der designierte Hamilton-Nachfolger Andrea Kimi Antonelli schwer. Nicht Mick Schumacher, sondern der hierzulande unbekannte Franco Colapinto übernimmt das Sargent-Cockpit bis Saisonende. Ralf Schumacher kritisierte Williams dafür scharf. Doch jetzt verpasst der Teamchef James Vowles mit Schumacher die volle Breitseite. Für Franco Colapinto ist es jetzt der Sprung in die Königsklasse. Doch nicht nur der 21-Jährige bekommt eine Chance, sich zu beweisen. Der Deutsch-Dan Oliver Goethe wechselt im Gegenzug von der Formel 3 in die Formel 2. Doch ein bisschen traurig ist er schon. Es sollte das Wochenende schlechthin werden, in dem Andrea Kimi Antonelli offiziell als Nachfolger von Lewis Hamilton bestätigt wird. Doch nach nur 11 Minuten wurde das freie Training durch eine rote Flagge unterbrochen, denn Antonelli verlor nämlich in Kurve 11 die Kontrolle über seinen Mercedes oder vielmehr über den Mercedes von George Russell und schlug hart in die Bande ein. Willkommen an diesem Freitag zu unserer Sendung. Aus eigener Kraft konnte Antonelli nicht mehr weiterfahren und genau deshalb löste dann auch die Rennleitung die rote Flagge aus. Kimi, are you okay? Fragte natürlich man direkt bei ihm nach. Unglücklicherweise gab es natürlich auch schnell Entwarnung. Alles okay bei Antonelli, rein von den gesundheitlichen Aspekten her. Im Vorfeld gab es natürlich auch schon ziemlich viele Bedenken, ob das so die richtige Entscheidung sein könnte, von Seiten Toto Wolff, dass man Andrea Kimi Antonelli schon im nächsten Jahr ja direkt zum Stammfahrer bei Mercedes befördert. Denn viele Beobachter und Experten sehen es eben als viel zu früh an, dass man den 18-Jährigen direkt eben in ein Top-Cockpit setzt, anstatt ihn, wie einst bei George Russell, 1-2 Jahre im Williams fahren lässt. Der Druck sei zu hoch, wenn man ihn direkt in den Mercedes reinsetzt. Würde. Ja, und nun ausgerechnet beim Heimspiel von Andrea Kimi Antonelli setzte er den Mercedes von George Russell heftig in die Wand. Und das eben nach gerade einmal 11 Minuten und 5 Runden gefahrener Trainingszeit, beziehungsweise nach rund 5 Runden, die er da auf der Strecke absolvierte. Anschließend, nachdem er den Mercedes in die Wand gesetzt hatte, musste er natürlich obligatorisch auch zum anschließenden Check-up ins Medical Center gebracht werden. Das ist immer auch so vorgeschrieben, ohne dass es jetzt darauf hindeutet, dass bei ihm etwas verletzt sein könnte. In der Zwischenzeit selber muss man natürlich von seitens der Silberpfeile das Auto möglichst schnell auch wieder reparieren, denn klar ist, es ist ja das Auto von George Russell und es ist ja auch noch nicht die letzte Veranstaltung an diesem Wochenende und auch noch nicht an diesem Freitag. Inwieweit dieser Crash von Andrea Kimi Antonelli jetzt Auswirkungen auf den eigentlichen Plan von Toto Wolff hat, das wird sich dann natürlich noch herausstellen. Es gab ja schon zu Beginn dieser Woche Berichte, dass eben in dieser Woche, an diesem Rennwochenende, Antonelli auch als Nachfolger Hamiltons bestätigt wird. Es gab auch Berichte, dass das schon hätte gestern passieren sollen, aber das passierte dann letztlich nicht. Ob das jetzt überhaupt noch an diesem Wochenende passiert oder ob sich Toto Wolff da erstmal beraten muss, wie er mit dieser Situation umgeht, das bleibt natürlich abzuwarten. Klar ist, und das zeigen die Bilder natürlich auch recht deutlich, er ist alles andere als begeistert. Und vor allem weiß natürlich er jetzt auch, jeder wird mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, siehste, wir haben recht gehabt, es ist einfach noch zu früh.
Ja, mal weg von Williams, nein, nicht so ganz von Williams. Wir gehen hinzu, nämlich zu Williams und vor allem auch um einen Neuling, der nämlich jetzt an diesem Wochenende seine Premiere feiert. Und da reden wir natürlich von ihm, von Franco Colapinto. Schon am letzten Wochenende in Zandvoort gab es ja nach dem heftigen Crash im dritten freien Training von Logan Sargeant Gerüchte, dass es jetzt wohl genug sein könnte für James Vowles und dass er sich das nicht mehr länger angucken kann. Denn es war eben nicht der erste Crash und auch nicht der erste dieser Art. Ja, und dann musste man nicht allzu lange warten. Am Dienstag dieser Woche vermeldete dann Williams offiziell, dass man eben Logan Sargeant mit sofortiger Wirkung aus dem Cockpit nehme. Ohnehin war ja schon längst klar, dass er im nächsten Jahr nicht mehr an der Seite von Alex Albon fahren werde. Aber dass er dann auch noch kurzerhand vorzeitig sein Cockpit verliert, das hatte sich so Logan Sargeant sicherlich auch nicht erhofft. Mehrere Namen standen dann am Ende für James Vowles letztlich auf der Liste, die Nachfolge zumindest mal für die nächsten neuen Rennen bei Williams antreten könnte. Doch man entschied sich bei James Vowles, bei Williams nicht für Mick Schumacher und am Ende auch nicht für Liam Lawson, sondern eben für den hierzulande doch etwas unbekannten Franco Colapinto. Ja, und genau dieser Umstand sorgte bei Ralf Schumacher für ziemlich heftige Kritik, denn er konnte genau das, diese Entscheidung, nicht nachvollziehen und kritisierte eben dann auch James Vowles genau eben dafür. Doch eben schlägt nun Teamchef James Vowles zurück, will sich das natürlich nicht gefallen lassen, vielmehr nicht auf sich sitzen lassen. Und ja, nun äußerte sich der Brite und gab mit Schumacher gleich mal die volle Breitseite mit auf den Weg. Wir wissen, nicht nur Ralf Schumacher, logischerweise als Onkel, versucht natürlich auch oder spricht immer auch in netten Worten und hofft vielmehr, dass es für seinen Neffen nochmal eine Chance in der Formel 1 gäbe. Nein, jetzt auch in dieser Woche machte sich Ex-Weltmeister Sebastian Vettel auch stark für ihn. Doch alles half am Ende eben nichts. Ja, und im Interview mit der dpa sprach eben Ralf Schumacher und bezeichnete die Entscheidung von James Vowles als absurd und nicht sinnvoll. Ja, und nun allerdings eben spricht James Vowles gegenüber GP-Blog und da ist er ziemlich knallhart und sagte vor allem auch gleich im ersten Satz, Mick ist nicht besonders, er wäre nur gut gewesen. Und weiter. Es gab drei Optionen, die auf dem Tisch lagen. Eine war Liam Lawson, eine war Mick und eine war Franco. Bei Liam hatte die Vertragsposition von Red Bull nicht mit mir hier bei Williams zusammengepasst. Unter diesen Umständen kam das für uns also nicht in Frage. Ja, und dann gab es eben zwei Möglichkeiten, Mick Schumacher oder Franco Colapinto. Und da sagt eben auch James Vowles, er habe sich es dann nicht so leicht gemacht mit der Entscheidung, sich dann am Ende für Colapinto zu entscheiden. Denn Mick Schumacher habe, wie er weiter ausführt, sich im Vergleich zu seiner Zeit bei Haas stark verbessert. Daran gibt es keinen Zweifel. Ja, dass dann aber am Ende Colapinto eben den Zuschlag erhält und eben nicht Mick Schumacher, das liege vor allem daran, dass eben Colapinto aus der eigenen Akademie stammt und eben auch schon zahlreiche Runden für Williams im Simulator gedreht habe. So heißt es. Es ist also eine Entscheidung, ob wir in die Zukunft oder in jemand anderen investieren. Ich denke, beide fallen in die Kategorie gut, nicht besonders. Ich denke, wir müssen in dieser Frage ganz offen sein. Ja, und er lässt sich auch von seinem Weg nicht abbringen, den er da auch konsequent verfolgt. Und so sagt James Vowles weiter, Williams hat immer in neue Fahrergenerationen und die Jugend investiert. Und worüber ich die ganze Zeit gesprochen habe, ist die Investition in die Zukunft von Williams. Und die Zukunft von Williams bedeutet nicht, in die Vergangenheit zu investieren, sondern in Talente, die es uns ermöglichen, als Individuen voranzukommen. Es ist eine Investition in eine Akademie. Der Crash von Andrea Kimi Antonelli war nicht der einzige bislang an diesem noch recht jungen Rennwochenende in Monza. Nein, und das muss man schon sagen, ist auch wirklich im negativen Sinne eine absolute Premiere in der Formel 1 gewesen. Denn es war vor allem auch zugleich der erste Unfall,
eines Safety Cars seit 24 Jahren. Warum genau seit 24 Jahren? Genau so lange fährt nämlich Bernd Mailänder eben schon für das FIA Safety Car. Und es war auch zugleich eben sein allererster Crash. Es gab mal, wenn man ein bisschen in die Vergangenheit blickt, mal in Melbourne vor vielen Jahren mal einen kleinen Fahrfehler Bernd Mailänders, als er nämlich beim Tracktest dann ein wenig neben die Strecke kam. Und wie es sonst eben so ist, immer zu Beginn des Rennwochenendes, das weiß ich eben selber auch, weil Bernd Mailänder mir oft in der Vergangenheit auch davon erzählt hat, nutzt er auch vor Beginn eines Rennwochenendes immer auch die Gelegenheit, die Strecke nochmal eingiebig oder vielmehr ausgiebig auch zu testen, um eben dann auch genau die Vorstellungen für das anstehende Rennwochenende zu haben. Das heißt, er will sich natürlich dann auch auf die Strecke einschießen. Ja, und das ist eben vor allem auch wichtig, denn wir wissen es ja aus der Vergangenheit immer wieder, gab es Fahrer, die sich über das zu lange Tempo des Safety Cars beschwert hatten. Und damit eben die Reifen bei den 20 Fahrern, im besten Falle 20 Fahrer, nicht zu schnell abkühlen, muss natürlich auch Bernd Mailänder ein gewisses Tempo hinlegen. Und das klappt eben dann auch nur, wenn er auch die Strecke in- und auswendig kennt. Tja, und auch an diesem Wochenende, nämlich am gestrigen Donnerstag, wollte sich eben Bernd Mailänder auf die Strecke in Monza einschießen und in der 10. Runde seines Vorbereitungsprogramms allerdings kam es dann eben zu diesem doch etwas größeren Zwischenfall. Es war die 10. Runde, insgesamt allerdings nach rund 25 Minuten Fahrzeit passierte es dann, wie nämlich auf den Videobildern noch zu sehen war, als sah man Bernd Mailänder, der realisierte, dass irgendetwas am Safety Car vom Aston Martin gebrochen sein muss. Ja, das Auto dann kurzerhand noch absichtlich in eine Rotationsbewegung schickte, um eben nicht auch noch frontal in die TechPro zu krachen. Damit konnte er wiederum dann auch noch die Einschlagsgeschwindigkeit durch eben eine Rutschbewegung stark reduzieren. Ja, denn das Aston Martin Safety Car zeigte nämlich beim Anbremsen plötzlich ein ungewöhnliches Fahrverhalten. Dabei war es eben kein Fahrfehler von Bernd Mailänder selber. Denn so wurde aus dem Safety dann am Ende ein Unsafety Car und der Aston Martin von Bernd Mailänder war nach diesem Einschlag so stark beschädigt, dass es eben für das restliche Wochenende in Monza nicht weiter eingesetzt werden kann. Ja, und bei der Bergung des Safety Cars von Bernd Mailänder war deutlich zu erkennen, dass die vordere Stoßstange, aber auch die Motorhaube und der linke vorderer Kotflügel samt der Scheinwerfer ordentlich beschädigt worden waren. Zudem auch noch der linke Außenspiegel, der gar komplett abgerissen wurde durch diesen Crash und sogar noch das Fenster auf der Beifahrerseite zersplittert wurde. Nach Informationen von motorsporttotal.com soll ein Bremsdefekt dafür verantwortlich gewesen sein, dass es dann letztlich eben in der 10. Runde von Bernd Mailänder zu diesem heftigen Crash führte. Die FIA selber teilte anschließend in einem Statement mit: Es gab heute einen Unfall auf der Strecke mit dem Safety Car. Aston Martin untersucht aktuell die Ursache. Wir können bestätigen, dass dabei sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer unverletzt blieben. Das ist natürlich die wichtigste Nachricht ohnehin bei jedem Crash, egal ob jetzt eben der Crash von Bernd Mailänder oder eben auch von Andrea Kimi Antonelli an diesem Freitag. Das ist die erste und hauptsächlich wichtige Nachricht, dass es den Betroffenen oder den Beteiligten in diesem Falle natürlich gut geht. Denn wir wissen ja, im Safety Car sitzt ja nicht nur Bernd Mailänder, sondern hat ja jedes Mal auch einen ständigen Begleitfahrer, der natürlich dann auch entsprechend tätig werden kann, sollte es erforderlich sein. Bernd Mailänder selber hat sich dazu auch geäußert, und zwar nämlich auf Anfrage von Auto, Motor und Sport, und sagt Folgendes über seinen Crash. Ich hatte kein Gefühl, wie viel Auslaufzone ich noch bis zum Einschlag habe, da ich zuerst rückwärts unterwegs war. Der Asphalt und das Kiesbett haben aber schon gut verzögert. Und weiter. Der Aufprall war ein ganz schöner Rums, aber mir fehlt überhaupt nichts, noch nicht einmal am Nacken. Auch meinem Beifahrer geht es gut. Das TechPro und die 5 langen Reifenstapel haben einen tollen Job gemacht. Es war meine erste Erfahrung mit TechPro. Als ich noch Rennfahrer war, gab es TechPro noch nicht.
Ja, auf das weitere Rennwochenende in Monza hat das glücklicherweise auch keinen Einfluss, denn Aston Martin stellt an jedem Rennwochenende, wo eben das Aston Martin Safety Car fährt, immer auch zwei Safety Cars zur Verfügung. Das heißt, sollte eben mit einem Safety Car es zu Problemen führen, steht unmittelbar ein Ersatz zur Verfügung. Das bedeutet natürlich auch, damit zwei Safety Cars an diesem Wochenende in Monza vor Ort sein können und gegebenenfalls auch beide eingesetzt werden können, muss eben ein drittes Safety Car jetzt nach Monza gebracht werden. Und das wird derzeit auch gemacht, an diesem Freitag dann auch ankommen, sodass eben dann auch für den Rest dieses Wochenendes dann auch wieder zwei Safety Cars für Bernd Mailänder und seinen Beifahrer zur Verfügung stehen. Franco Colapinto, das ist eben hierzulande ein noch recht unbekannter Name und er wird ja eben ab diesem Wochenende die restlichen 9 Rennen in dieser Saison zu Ende fahren für Williams, weil man eben am vergangenen Dienstag Logan Sargeant endgültig aus dem Cockpit geworfen hat. Und nicht nur Franco Colapinto profitiert letztlich davon, nein, eben auch noch ein anderer Fahrer aus der Formel 3. Und da reden wir natürlich über ihn hier, über den deutsch-dänischen Formelfahrer Oliver Goethe, denn der gibt an diesem Wochenende auch ganz überraschend nämlich sein Debüt in der Formel 2. Und eben das dank Franco Colapinto, der eben ab diesem Wochenende für Williams an den Start gehen wird. Colapinto im Übrigen sagte auch nochmal im Nachgang zu seinem Wechsel in die Formel 1 folgendes: Am Montag, 26.08., saß ich noch im Simulator und habe mich auf das kommende Formel 2 Wochenende mit meinem Team vorbereitet. Also kann man sich denken, wie spät ich erst informiert wurde. Und weiter: Das ist die Möglichkeit, auf die ich so lange gewartet habe. Seit ich ein kleines Kind war, habe ich davon geträumt, in der Formel 1 zu fahren. Ja, und natürlich wichtig ist es auch für ihn, dass er nicht von Beginn an gleich richtig Druck bekommt, sondern eben dann auch langsam erstmal beginnen kann, wenn gleich natürlich auch Teamchef James Walz gewisse Vorstellungen bis zum Ende dieser Saison hat. Trotzdem aber will er diesen Druck ihm nicht mitgeben und sagt selber: Ich habe ihm gesagt, genieße den Moment, er hat nichts zu beweisen. Andere Fahrer hingegen haben etwas zu beweisen. Bis zum Ende des Jahres will er auf dem Level von Alex sein. Das ist meiner Meinung nach möglich. Wenn man sich anschaut, wo er am Anfang des Jahres in der Formel 2 lag und dass er jetzt in der Tabelle vor Antonelli ist, dann spricht das für sich. Er hat eine sehr methodische Herangehensweise. Er hat viele Stunden im Simulator für uns absolviert. Das aktuelle Auto hat er zu einem großen Anteil mitentwickelt. Ja, aber zurück zu Oliver Goethe, denn der kennt oder vielmehr kennt eigentlich nur die Formel 3 bis dato und vor allem in seiner Rookie-Saison im vergangenen Jahr kam er nämlich auf den 8. Platz in der Gesamtwertung und in diesem Jahr liegt er vor dem Saisonfinale, was er eigentlich gerne gefahren hätte, auf Platz 7 eben da auch in der Gesamtwertung. Er selber natürlich auch happy, aber auch ein bisschen traurig auf der anderen Seite und sagte wiederum zu seinem überraschenden Wechsel von der Formel 3 in die Formel 2, nämlich folgendes: Obwohl ich keine Erfahrung mit diesem Formel 2 Auto habe, haben mir die zwei Saisons, die ich in der Formel 3 verbracht habe, eine großartige Grundlage für diesen Schritt gegeben. Meine Ziele für dieses Wochenende sind, alle Informationen aufzusaugen und so viel wie möglich zu lernen. Das wird selbst auf einer Strecke, die ich gut kenne, nicht einfach, weil alle meine Konkurrenten so viel mehr Erfahrung haben als ich und ich den Anruf so spät bekommen habe, dass ich keine Gelegenheit hatte, mich im Simulator auf die Formel 2 vorzubereiten. Und sagt eben abschließend auch noch, er sei, Zitat, ein bisschen traurig, dass ich meine Formel 3 Saison nicht wie geplant beenden kann. Ich wäre gerne bei meinem Campus-Team mit einem Paukenschlag ausgestiegen. Ja, aber vielleicht kann er diesen Paukenschlag ja dann künftig in der Formel 2 zeigen. Da hat er dann natürlich auch wiederum die Chance dazu. Soweit mit unseren News an diesem Freitag. Richtig was los, obwohl das eigentliche Rennwochenende noch gar nicht mal so richtig begonnen hat. Qualifying und Rennen ja erst morgen und übermorgen ist dann eben auch stattfinden werden. Aber es scheint uns auf jeden Fall ein spannendes und vor allem auch hitziges, ja, kann man sagen, Rennwochenende Nummer 16 dann auch vor der Tür zu liegen. Tja, und spannend eben wird es auch. Schafft es Mercedes, das Auto von George Russell, in dem eben Antonelli gecrashed hatte, rechtzeitig fertig zu bekommen, sodass es für ihn keine Auswirkungen
Entwicklungen haben wird. Und vor allem auch, wie werden sich die Ferraris schlagen, die an diesem Wochenende mal wieder einmal mit einer Speziallackierung unterwegs sein werden. Die schwarzen Ferraris, und das sah man ja auch schon im Vorfeld, eben bei Charles Leclerc und Carlos Sainz. Freuen wir uns auf dieses nächste Rennwochenende. Und wir sehen uns dann natürlich auch wieder an diesem Samstag und Sonntag und werden euch natürlich auch wieder auf allem oder vielmehr über alles auf dem Laufenden halten, was an diesen nächsten Tagen so passiert. Eure Meinung gerne zu unseren Themen in die Kommentare und dann sehen wir uns morgen an dieser Stelle natürlich hier wieder. Bis dahin macht es gut und tschüss. Champ One zeigt's allen.